Hey ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video erwartet euch ein Get Ready With Me, obwohl ich noch nicht mal komplett fertig bin, wie man an meinen Haaren sieht. Aber ich muss jetzt mal ganz schnell das Intro drehen, weil es nämlich gleich dunkel wird und ich habe keine Lust mehr Licht aufzubauen. Das Ganze wird mein Papa kommentieren und ich hoffe euch gefällt das und dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zusehen. So, der Eleanor hat ja schon erwähnt, wir sind Sachsen, wenn ja was unverständlich ist, macht sie Untertitel. So, es geht los. Es werden erstmal Fixpunkte gesetzt. So, die werden jetzt vorteilhaft verteilt in die Falten und in die Pickel. Schön gleichmäßig. Jetzt wird nochmal schön mit dem Pinsel nachjustiert, ob alle Ecken erwischt sind. Gut, die Falten am Augen machen wir auch weg. Wir haben ja gestern lange durchgemacht. Da ist schon mal eine Falte. Zweite Schicht, die erste hat nicht geholfen. Okay, keine Ahnung, was das ist. Seht ihr das? Ja, ich sehe es. Schön verteilen. So, Farbkasten rausgeholt. Jetzt wird hier erstmal getäuscht, dass ich hier große Wangenknochen habe. Haaransätze werden auch gemacht. So, jetzt machen wir hier schön den Schatten, dass die Nase spitzer wird. Spitze gemacht worden, weiß ich nicht. Gut. Aha. Soll ein bisschen Frische ins Gesicht bringen. Farbkasten Nummer 2. Die Augen werden ein bisschen angepasst. Okay, dann nehmen wir den Autoschwamm. Habe ich vorher die Scheibe, den Mücken weggemacht. Jetzt wird hier am Gesicht abgetöpft. Na, sieht schön aus. Ah, sieht schön aus. Ja, hier ziehen wir noch was nach. Das passt nicht richtig, ja. Nachstecke. Ja, muss man schon ein bisschen ruhig rein haben. Jetzt kommt der Lack, da kommt ihr drüber. Ach ne, oh ja, sie kann. Uiuiui. Farbpalette aus dem Malerfachgeschäft. Hier kann man richtig in der Farbe gehen. Mensch, du. Da kann man ja schön die Augenfarbe von der, mit der Handtasche an der Handtasche anbauen. So, also kommt heute
die orangene Umhängetasche zum Einsatz, wie ich sehe. Farbkasten von vorhin. Da unten muss noch was nachgezogen werden. So. Okay. So, und seht ihr das? Ja. Gut. Eine Spange habe ich eine alte verwendet, aber für die Haare hinterhalten reicht's. So, jetzt ziehe ich ja den Lidstrich raus, dass das größer wirkt. Oh Mann. Also danach sollte man hier einen Termin beim Augenarzt machen. So, okay. Blatt. Ich sehe jetzt gerade nichts. Hier unten. Ah, Spiegel sehr fett, da hätte Marine gemacht werden können. Das geht nicht. Da hängt noch was. Mensch. Seht ihr das? Ja, der Fettfinger überall. Ja, ich sehe es. So, jetzt kommen wir zum Mund. So, da wollen wir mal jetzt in die Trickkiste greifen. Ja, schön zu verteilen. Ja, schön mit Schwung. Die Rundung nochmal. Ja, schöne Kante. Okay. Haare nochmal legen. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr dieser Videos mit meinem Papa wollt, schreibt es bitte in die Kommentare oder gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich echt sehr freuen. Und ja, ich muss jetzt erstmal noch meine Haare fertig machen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, du hast ja meine Töne. Ja, warte mal. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt... Ist das eigentlich Lack oder was ist das? Augenbronchial. Achso, okay. Naja, ist ja sowas Ähnliches.